das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest. Und ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Abend. Seit 9 Tagen steht die Ukraine unter Beschuss. Doch in der vergangenen Nacht eskalierte Russland diesen Konflikt weiter. Die Angriffe erreichten das Gelände eines Atomkraftwerks in der Ukraine, des größten Atomkraftwerks in Europa. Feuer brach aus, die Lage war zuerst unklar. Die Furcht vor einer nuklearen Katastrophe war und sie bleibt groß, Ingrid Bertram berichtet. Es ist eine neue Eskalation im Krieg um die Ukraine. Das Atomkraftwerk Saporischschja wird laut ukrainischen Behörden von russischen Truppen beschossen und eingenommen. Ein Gebäude gerät in Brand. Versucht Russland, ein strategisch wichtiges Ziel zu erobern, oder spielt Putin mit der Angst vor dem atomaren Ernstfall? Der Präsident der Ukraine hat keinen Zweifel. Ukrainer, wir haben die Nacht überlebt, die das Ende der Geschichte der Ukraine und das Ende der Geschichte Europas hätte bedeuten können. Russische Truppen haben das größte Atomkraftwerk Europas angegriffen. Dieser Meiler ist 6-mal so groß wie Tschernobyl. Der Meiler in Saporischschja liegt im Süden der Ukraine. Die 6 Reaktoren produzieren 1/4 des Stroms im Land. Gebrannt hat es allerdings nur in einem Schulungsgebäude. Die Reaktoren wurden nicht beschädigt. Strahlung sei nicht ausgetreten, sagt die Internationale Atomenergieagentur in Wien. Aber sie ist alarmiert, will selbst in die Ukraine fahren, um zu ermitteln. Auch in Deutschland schaut man besorgt auf Saporischschja. Ich gehe davon aus, will ich es mal sagen, wenn man sich das anguckt, was da abgelaufen ist, dass es sich hier nicht um einen wirklich gezielten Angriff auf das Kraftwerk gehandelt hat, sondern dass es ein Gefecht zwischen der Kraftwerksmannschaft oder der Bewachungsmannschaft und den russischen Truppen gegeben hat. Und dieser Treffer, der dann auf den Block 1 gegangen ist, wahrscheinlich, ich will nicht sagen ein Zufallstreffer, aber zumindest kein gezielter Treffer gewesen. Der Hergang ist unklar. Russland spricht von einem Sabotageakt der Ukrainer. Und was denken die Ukrainer? Wir erreichen Valentina Pobdenya auf dem Handy, eine Physikerin auf der Flucht aus Kiew Richtung Westen. Ihr Vater arbeitet derzeit noch im stillgelegten Meiler von Tschernobyl, der bereits von den Russen besetzt ist. Für sie ist klar, es geht um eine nukleare Bedrohung. Ich weiß nicht, was Russland darüber denkt. Ich denke, sie wollen uns drohen. Nicht nur uns, sondern der ganzen Welt. Tschernobyl, ein Trauma für West- wie Osteuropa. Ein Betonsarkophag schützt den zerstörten Reaktor nach wie vor. Kurz nach dem Angriff vor einer Woche besetzten russische Truppen das Gelände. Die halten jetzt eine Schicht der AKW-Belegschaft gefangen, um den Reaktor zu betreiben. Valentina Pobdenya berichtet, ihr Vater und seine Kollegen haben kaum Brot, können kaum schlafen, aber müssen dort bleiben. Sie müssen dort bleiben, um unsere Sicherheit zu garantieren, weil das AKW nicht unkontrolliert zurückgelassen werden darf. Es sind viele Stoffe da, die beaufsichtigt werden müssen. Die Situation ist hochgefährlich. Trotzdem glauben hier Sicherheitsexperten, es gehe jetzt um die strategischen Erfolge. Ganz offensichtlich ging es den russischen Streitkräften darum, die Kontrolle über dieses Atomkraftwerk zu bekommen, um damit auch kontrollieren zu können, ob es Strom für die Bevölkerung gibt. Während in Tschernobyl bereits russische Panzer die Oberhand haben, arbeitet der Westen jetzt mit Hochdruck an der Frage, wie die Sicherheit der Kernkraftanlagen garantiert werden kann. Frankreich hat angeboten, mit Russland darüber zu verhandeln. Und wir sprechen jetzt mit einer Frau, die die Situation der Energieversorgung vor Ort sehr gut einschätzen kann. Denn Olga Buslawetz hat jahrelang im ukrainischen Energieministerium gearbeitet. Im Jahr 2020 war sie zeitweise auch Ministerin. Jetzt ist sie uns zugeschaltet aus der Nähe von Kiew. Guten Abend, Frau Buslawetz. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Abend. Ich möchte sehr, dass wir in der Ukraine auch einen schönen Abend hätten. Leider schreiben wir den 9. Kriegstag. Und über die Situation müssen wir jetzt sprechen. Sagen Sie uns, wie groß ist denn Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass ein Atomkraftwerk zu Schaden kommt in diesem Krieg? Beispielsweise das Atomkraftwerk Saporischschja, bei dem anscheinend ein Nebengebäude brannte.
Das ist eine einmalige Situation, wo man ein Atomkraftwerk angreift. Das ist eine sehr große Gefahr. Wir befinden uns doch im Krieg. Die Raketen, die Bomben, sie können hier einschlagen. Für Atomkraftwerke ist es äußerst gefährlich. Die Ukraine und Europa, wir hatten schon eine ähnliche Tragödie in Tschernobyl gehabt. Wenn sowas hier passiert, natürlich haben wir jetzt einen neuen technologischen Stand, nichtsdestotrotz kann es zu einer Katastrophe kommen. Dann wird nicht nur die Ukraine, sondern auch andere Länder Europas, sie werden alle in Mitleidenschaft gezogen. Sie werden nicht mehr bewohnbar sein. Das eine ist die Gefahr eines Angriffs. Ansonsten, das russische Militär scheint ja gezielt auch die Kontrolle über Atomkraftwerke gewinnen zu wollen. Weshalb ist das für die russische Seite strategisch so wichtig? Geht es da unter anderem ja wahrscheinlich um die Energieversorgung der Ukraine? Die russischen Truppen haben schon die Kontrolle über das Atomkraftwerk eingenommen. Das passierte heute Nacht. Heute wird das Atomkraftwerk von den russischen Truppen kontrolliert. Die ganze Belegschaft bekommt Anweisungen von der russischen Seite. Sie entscheiden eben, wie hoch die Leistung sein soll, ob etwas außer Betrieb genommen werden soll oder eben in Betrieb genommen werden soll. Wir können nicht voraussagen, was passieren wird. Ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass das Atomkraftwerk eingenommen worden ist, eine sehr große Rolle für die Energieversorgung in der Ukraine spielen wird. Es geht hier um die atomare Erpressung, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die ganze Welt und für Europa. Und was muss passieren, um diese Atomkraftwerke in der Ukraine jetzt zu schützen in dieser Zeit? Der Außenminister Ihres Landes, Kuleba, schlug vor, Sicherheitszonen, um alle Atomkraftwerke zu errichten. Andere fordern und sagen, das könnten beispielsweise auch die Vereinten Nationen beschließen. Was meinen Sie? Wir glauben, es ist sehr wichtig, den Luftraum über der Ukraine zu schließen. Die Militärflugzeuge dürfen nicht über der Ukraine fliegen. Es ist wichtig, dass die strategischen Objekte, dass die Zivilbevölkerung in der Ukraine geschützt wird. Ich war heute sehr enttäuscht, als ich das Ergebnis der Sitzung der Außenminister der NATO erfahren habe. Man hat gesagt, dass die NATO keine Rolle hier spielt, weil die Ukraine kein Mitglied in der NATO ist. Die NATO kann somit den Luftraum nicht schützen. Ich glaube, das ist eine sehr schwache Haltung des Westens. Das erlaubt es Putin, sich dreist zu verhalten und einen größeren Schaden in Europa und in Westeuropa, in der Welt insgesamt anzurichten. Es ist sehr wichtig, dass Westen die Stärke zeigt. Ansonsten können wir gegen dieses Regime nicht kämpfen. Wir können den Angriff nicht stoppen. Der Westen muss einschreiten, muss Maßnahmen ergreifen. Die Wirtschaftssanktionen, die humanitäre Hilfe reichen nicht aus. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Olga Buslavets, ehemalige Energieministerin der Ukraine. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse für die Situation in der Ukraine. Wir hoffen sehr, dass die europäischen Berichterstatter unsere Position beleuchten. Es ist wichtig, dass die Politiker das auch hören. Wir brauchen Ihre Unterstützung sehr. Das Gespräch habe ich am Abend geführt. Diese Hilfeschreie aus der Ukraine, wie der Appell gerade auch von Olga Buslavets, erreichen uns täglich durch viele einzelne Schicksale. Etwa 1,2 Millionen Menschen sind bereits aus der Ukraine geflohen. Millionen Ukrainer bleiben jedoch im Land, entweder weil sie es verteidigen wollen oder keinen sicheren Weg mehr herausfinden. Vor allem im Südosten des Landes wird die Lage immer dramatischer. Sabine Krebs und Naila Doss fassen den Tag für uns zusammen. Sie haben alles versucht, hier in Mariupol.
Der Vater bricht zusammen. Gerade hat er seinen 16-jährigen Sohn verloren. Bei einem Fußballspiel soll in der seit Tagen stark umkämpften ukrainischen Hafenstadt eine Bombe eingeschlagen sein und den Jungen schwer verletzt haben. Bittere Momente eines Krieges. Die Bilder aus Mariupol werden über eine Nachrichtenagentur verbreitet. Verzweiflung auch in Irpin, einem Ort nordwestlich der Hauptstadt. Dieser Mann muss zusehen, wie sein Haus niederbrennt. Es soll von Granaten getroffen worden sein, berichten Medien. Ich habe den Kühlschrank aufgemacht, sagt der Ukrainer unter Tränen. Es gab einen großen Knall. Der Kühlschrank ist auf mich gefallen. Und ich habe es kaum geschafft, rauszukommen. Seinen Hund können die Nachbarn noch retten. Rund 120 Kilometer entfernt von Kiew, die Stadt Schytomyr. Feuerwehrleute löschen ein Gebäude, offenbar eine Schule, die getroffen worden ist. Das Bildmaterial wird über die Nachrichtenagentur Reuters verbreitet. Überall zerfetzte Bücher, Hefte und Papiere. Angaben über Opfer gibt es nicht. Und in der Hauptstadt Kiew erneut Sirenenalarm. Die russische Armee setzt die Angriffe offenbar unvermindert fort. Viele Menschen haben in der U-Bahn Zuflucht gesucht. Seit Tagen ist Bürgermeister Klitschko mit seinem Bruder unterwegs, versucht den Menschen Mut zu machen. Sie müssen verstehen, wir kämpfen nicht für uns, wir kämpfen auch für das Werte. Wir kämpfen auch, wenn werden wir verlieren. Das verliert die ganze Welt. Die Gefahr nicht für die Ukraine, die Gefahr für ganze Europa, für die ganze Welt. In Moskau wird heute der Ton deutlich rauer. Der russische Präsident fordert den Verzicht auf Sanktionen. Wir haben keine bösen Absichten gegenüber unseren Nachbarn. Und ich rate Ihnen auch, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen und keine weiteren Behinderungen einzuführen. Im Parlament wird später auch ein Gesetz verabschiedet zu sogenannten Falschnachrichten über den Krieg. Nun können bis zu 15 Jahre Haft drohen. Die BBC hat nach eigenen Angaben vorerst die Berichterstattung in Russland ausgesetzt. Im Laufe des Tages wurde auch der Zugang zu sozialen Medien blockiert, darunter Twitter und auch Facebook. Die Journalistin Katja Dloga beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Russland, erlebte den Zusammenbruch der Sowjetunion vor Ort als Korrespondentin des Magazins Stern in Moskau. Zudem ist sie im Vorstand von Reporter ohne Grenzen, setzt sich also für die Pressefreiheit ein. Und genau die wurde heute noch einmal mehr eingeschränkt in Russland. Guten Abend, Frau Dloga. Guten Abend nach Hamburg, Herr Fuß. Wie groß ist dieser heutige Schritt, von der Duma beschlossen, bis zu 15 Jahre Gefängnis, wenn man angebliche Falschnachrichten über das russische Militär verbreitet? Ich hatte Gelegenheit, mit Friedensnobelpreisträger und dem Chefredakteur der unabhängigen Zeitung Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, zu sprechen. Er sagte, dieses Gesetz wird es uns allen, auch den letzten unabhängigen Journalisten und Medien in Russland, unmöglich machen zu arbeiten. Und damit fällt nun endgültig auch Dunkelheit über Russland, über Informationen, über Fakten. Ja, und nachdem Zeitungen und Fernsehsender ja nicht mehr unabhängig senden dürfen, gerade wurde auch gemeldet, dass sich auch CNN zurückziehen will, wurden heute Facebook und Twitter komplett gesperrt. Was bedeutet das für die Menschen? Wir erleben ja seit vielen Jahren zunehmende Repression gegen russische Journalistinnen und Journalisten. Ständig leben sie mit dem Damoklesschwert, zum ausländischen Agenten ernannt zu werden. Ihnen drohen Gerichtsverfahren, ihnen drohen Geldstrafen, ihnen drohen Haft. Nun wird durch dieses Gesetz, dieses Damoklesschwert auch auf ausländische Korrespondenten, ausländische Medien angewandt, die ja bislang immer noch eine unabhängige, möglichst objektive Stimme in diesem Land gewesen sind. Und das ist schon eine neue Qualität, die uns sehr, sehr beunruhigen muss und möglicherweise auch ein Zeichen dafür, dass sich das autoritäre, das repressive Regime Putins nun doch mehr und mehr zu einem diktatorischen wandelt. Und wie kommen die Menschen in Russland nun überhaupt noch an unabhängige, irgendwelche unabhängigen Informationen? Gibt es noch einen legalen Weg oder ist das russische Volk wirklich jetzt komplett abgeschottet von der Außenwelt?
Naja, durch die Kriminalisierung, sagen unabhängiger Berichterstattung, wird natürlich die Isolierung des Landes, die Isolierung der Menschen wird fortgesetzt. Dazu rollt natürlich die Propagandamaschine der staatlichen Nachrichtenkanäle, des staatlichen Fernsehens, die ja auch in einen regelrechten Kriegsmodus versetzt sind. Natürlich kann man versuchen, über Kanäle, über Tor, über virtuelle Wege noch versuchen, an Informationen zu kommen. Aber für normale Bürger, normale Menschen wird das zunehmend schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich. Und die Pressefreiheit ist ja seit Jahren eingeschränkt gewesen. Wie machen Sie das an den inzwischen fast 20 Jahren Präsidentschaft Putins fest? Wladimir Putin hat schon eigentlich im ersten Jahr seiner Amtszeit sehr zielgerichtet die Kontrolle über die Fernsehkanäle zurückgewonnen, die damals ja noch in Teilen zumindest privat gewesen sind. Und diese Kontrolle ist im Laufe der Jahre immer stärker geworden. Und wir verzeichnen seit 10 Jahren ungefähr massive Repressionen, auch gegen Journalistinnen und Journalisten, die lokal arbeiten, oft in kleinen Zeitungen für kleine Internetplattformen, die wir vielleicht gar nicht so registrieren, die aber vor Ort immer sehr wichtig gewesen sind, weil sie gegen Korruption, gegen Willkür vor Ort angegangen sind und berichtet haben. Und auch dies wird nun fast unmöglich gemacht. Also wer heute als Journalistin und Journalist in Russland arbeitet, ist ein wirklich sehr mutiger Mensch, wenn er unabhängig berichten will. Wir sehen viel Mut in diesen Tagen. Vielen Dank für die Einordnung zu der heutigen massiven Einschränkung der Informationsfreiheit in Russland. Katja Dloga. Vielen Dank. In Brüssel wurden heute Antworten auf die Eskalation des Konflikts gesucht. Und dort trafen sich die Außenminister der EU und der NATO. Markus Preis in Brüssel. Die ukrainische Regierung fleht seit Tagen geradezu darum, dass eine Flugverbotszone über der Ukraine eingerichtet wird, um die russischen Angriffe zu stoppen. Weshalb bleibt die NATO da bei ihrem Nein? Ja, die ganz kurze Antwort darauf ist, weil sie einfach nicht in diesen Krieg hineingezogen wird. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat heute gesagt, das ist natürlich eine schmerzhafte Entscheidung auch für die NATO, weil sie natürlich sieht, was für einen Vorteil die Ukraine hätte, wenn es diese Flugverbotszone gäbe. Aber er hat eben auch sehr konkret durchbuchstabiert, was das bedeuten würde. Wenn man eine Flugverbotszone einrichtet, muss man die ja am Ende auch durchsetzen und dafür sorgen, dass eben da niemand fliegt. Und wie macht man das? Er hat es ganz klar gesagt, das würde bedeuten, man müsste NATO-Kampfjets in die Ukraine schicken. Die müssten dann russische Flugabwehrstellungen ausschalten und auch russische Kampfjets. Das heißt, man wäre dann direkt in einer Konfrontation mit Russland. Und er hat dann weiter argumentiert und hat gesagt, die NATO sei ein Bündnis zur Verteidigung, was eben Schaden von den NATO-Mitgliedern abhalten muss. Und wenn man einen Krieg mit Russland dann mehr oder weniger dadurch beginnen könnte, dann sei das nicht gegeben und deswegen keine Chance für die Ukraine. Und schauen wir noch auf die EU, die inzwischen einen Großteil der Sanktionsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Wie kann die EU überhaupt noch mehr Druck auf Russland ausüben? Na, ich glaube, Möglichkeiten gibt es schon, aber die sind dann eben auch so, dass sie dann wirklich richtig schmerzhaft für die EU wären. Ich nenne mal die Sanktionen, die noch im Raum stehen, über die diskutiert wird. Das eine ist ein Ausschluss Russlands aus der Welthandelsorganisation beziehungsweise die Vorteile, die die Welthandelsorganisation bietet, dass Russland die nicht mehr hat. Das ginge ja vielleicht noch. Das ganz scharfe Schwert wäre, wenn der Westen selber sagen würde, wir importieren kein Öl, Gas und auch keine Kohle mehr. Das würde Russland nochmal massiv finanziell treffen. Aber da hat man eben auch Sorge, dass dann die Versorgung in Europa nicht mehr gewährleistet ist. Wir hören auch in Deutschland eben entsprechende Kommentare, zum Beispiel von Robert Habeck. Und deswegen liegt das jetzt nicht auf dem Tisch. Was kann das ändern? Zum einen, wenn es eine wirkliche weitere Eskalation gäbe. Das hört man hier immer, wo man sich fragt nach dem heutigen Tag, war das denn nicht eine mit dem Atomkraftwerk? Und eine andere Variante wäre, wenn die USA selber diesen Schritt gehen würden, zum Beispiel weil der Kongress Druck auf Joe Biden macht, dann müsste man wahrscheinlich auch bei den Europäern mitziehen, einfach um diese geschlossene Sanktionsfront aufrechtzuerhalten. Danke, Markus Preis nach Brüssel.
Wir haben die Bilder der Zerstörung vorhin gesehen, die eins erahnen lassen, dass die Ukraine jeden und jede braucht, um sich gegen die Übermacht der russischen Armee zu verteidigen. Und das spiegelt sich auch in der traurigen Statistik über die Geflüchteten wider. Fast die Hälfte aller Ukrainer, die das Land verlassen, sind Kinder. Nicht nur Männer reisen zurück, auch viele Frauen wollen für ihr Land kämpfen, sobald sie ihre Jüngsten in Sicherheit wissen. Isabel Szajani berichtet aus dem polnisch-ukrainischen Grenzgebiet. Die Zahl klingt nüchtern. Hier in der Notaufnahme im polnischen Chelm sieht man, was sie bedeutet. Sie lautet: Die Hälfte aller Flüchtlinge aus der Ukraine sind Schulkinder. Der Exodus aus der Ukraine ist jung. Sophia ist 8 und versinkt für einen Moment im Zeichnen. Ihr Bruder klettert lieber. Alle Erwachsenen hier erzählen uns zuerst von dem Moment, da sie geflohen sind. Da waren Sirenen. Wir mussten 6-mal pro Tag in den Keller gehen. Die Kinder hatten Angst. Meine Tochter hat sich immer die Ohren zugehalten, weil sie Angst vor der Sirene hatte. Sie hat seit 2 Tagen weder gegessen noch geschlafen. Vor 2 Tagen hat Sophia ihr Zuhause verlassen müssen. Seit sie weg sind, schaut sie oft auf das Foto von ihrem Vater. Russland hat die Ukraine angegriffen, sagt sie. Das ist sehr schlecht. Und was hast du gesehen? Ich habe Militärfahrzeuge nach Rivne fahren sehen. Und sehr viele junge Männer mit Waffen, die standen am Straßenrand. Es gibt jetzt Krieg, aber warum, weiß ich nicht. Es gab nie einen Krieg. Ich habe noch nie Krieg gesehen. Am schwierigsten war für mich, zu Hause zu verlassen. Und meinen Papa. Jetzt geben Sophia und ihre Mutter sich gegenseitig Halt. Polnische Behörden beobachten an der Grenze, dass jedes 2. oder 3. Kind einfach mitgebracht wird, ohne Eltern, von Nachbarn oder Verwandten. Die Eltern bleiben in der Ukraine, um das Land zu verteidigen. Auch Elenas Mutter hat sie hier in Polen gelassen mit ihrer Schwester. Unsere Mutter hat gesagt, bitte bleibt jetzt erstmal hier und dann entscheiden wir, ob ihr kommt oder ob wir zu euch kommen. Wir werden sehen. Aber ich fühle mich gut hier, weil du mit mir hier bist. Meine Schwester gibt mir jetzt Sicherheit. Elena hofft, sie könnte in ein paar Tagen zurück in die Ukraine, in die Schule, vielleicht Klavier spielen. Wie lange ihre Flucht dauern wird, keiner weiß es. Auch wenn die Welt in diesen Tagen vereint auf den Krieg in der Ukraine schaut, es gibt andere Themen, über die wir Sie auch informieren möchten. Und wir beginnen mit der Corona-Pandemie. Seit heute gelten in Deutschland weniger strenge Regeln, vor allem im Veranstaltungsbereich und in der Gastronomie. Und damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Thorsten Schröder. Clubs und Diskotheken dürfen wieder nach der 2G+-Regel öffnen. Geimpfte und Genesene werden also hineingelassen, wenn sie zusätzlich ein negatives Testergebnis vorlegen können oder geboostert sind. In Gaststätten, Restaurants und Hotels gilt nun wieder die 3G-Regel. Neben Geimpften und Genesenen dürfen jetzt also auch wieder Getestete die Angebote nutzen. Vom 20. März an sollen dann alle tiefgreifenderen Maßnahmen enden, sofern die Pandemielage es zulässt. Das Robert-Koch-Institut hat binnen 24 Stunden 217.593 Corona-Neuinfektionen erfasst. 6.850 mehr als noch vor einer Woche. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen, da Gesundheitsämter überlastet sind und viele Infektionen nicht mehr per PCR-Test bestätigt werden. Die 7-Tage-Inzidenz ist den 2. Tag in Folge wieder gestiegen und liegt jetzt bei 1.196. Trotz weiter hoher Infektionszahlen sieht das Bundesgesundheitsministerium den Höhepunkt der 5. Corona-Welle in den meisten Bundesländern überschritten. Als Folge des Krieges in der Ukraine ist Erdgas in Europa so teuer wie nie zuvor.
Am wichtigen Handelspunkt TTF in den Niederlanden wurde mit 213,89 Euro erstmals die Marke von 200 Euro pro Megawattstunde durchbrochen. Rund 40% der europäischen Erdgaslieferungen stammen aus Russland. Analysten befürchten, dass es wegen des Krieges zu einer Unterbrechung der Lieferungen kommen könnte. Rund 2 Jahre nach Baustart hat der US-Autobauer Tesla die abschließende Genehmigung für sein Werk in Brandenburg erhalten. Vor der Inbetriebnahme muss der Konzern jedoch noch zahlreiche Auflagen erfüllen, etwa beim Streitthema Trinkwasserschutz. Tesla hatte das Werk in Grünheide bei Berlin auf eigenes Risiko ohne endgültige Zulassung errichtet. Pro Jahr sollen dort bis zu 500.000 E-Autos gebaut werden. Über die Sanktionen in der Wirtschaft haben wir vorhin schon gesprochen, aber auch im Sport ist Russland inzwischen geächtet. Auch das eine Folge von Putins Angriffskrieg. Darum sind die Olympischen Winterspiele für Menschen mit Behinderung heute ohne Russland eröffnet worden. Das Team wurde in letzter Minute ausgeschlossen, ebenso wie das von Belarus. Besondere Brisanz hat dieser Fall auch, weil Paralympics-Gastgeber China ein enges Verhältnis zu Russland pflegt.